Willkommen wieder zurück zu Pokémon Diamant. Ich habe jetzt die TM Erdbeben gekriegt und wir fliegen mal wieder mit. Oder auch nicht. Wir leften jetzt erstmal mit Knaxel aus der bizarren Höhle und fliegen mit Kramchef zur Pokémon Liga, wo wir ja im letzten Part vorne stehen geblieben sind. Und ja, ich bin echt gespannt, wie es heute in der Pokémon Liga laufen wird. Ihr seht schon, ihr seht mich. Und ja, wir werden jetzt erstmal Erdbeben dann den guten alten Knaxel erlernen lassen. Wo ist es denn? TM26, wo ist es? Da, TM26, Erdbeben, Genauigkeit 100, Stärke 100. Super, dann erlernen wir es mal in den Switch Gamer. Und das mal gegen Schaufler, würde ich sagen. Genau. Und was gibt es denn noch? Matschsprung wollte ich eigentlich noch erlernen, aber das hat ja jetzt das nicht geschafft. Genauigkeit 90, hier stecken 70 Stahlflügel, aber dafür habe ich eigentlich keine Verbindung. Ladestrahl, könnte ich mal gucken. Kann aber niemand lernen, bis auf Bierzond. Ja, das ist halt mein Sklave. Und sonst gibt es, glaube ich, nichts, was noch für mich interessant wäre. Aber warte, es gab ja auch noch eine andere Schockwelle, genau. Elektro. Kann das jemand erlernen? Ja, Strange Game. Ja. Angriff wird schnell im Elektroschlag ausweichen. Nicht möglich. Also Zeit lernt 100% nicht. Drachenklaue auch nicht. Antikraft, glaube ich. Und dann können wir ja sogar nochmal nach den Items gucken. Okay, Medizin jetzt nicht, aber Items. So, ein ovaler Stein. Dieser besondere eiförmige Stein hilft manch Pokémon bei ihrer Evolution. Brauchen wir nicht, ein Item zu tragen. Ein schmaler und giftiger Widerhaken, der Attacken vom Typ Gift verstärkt. Brauchen wir nicht. Purpurstück, eine rote Scherbe des antiken Werkzeugs, was vor langer Zeit angefertigt wurde. Brauchen wir auch nicht. Ein Item zu tragen verstärkt KP-stellende Attacken. Ein Item zu tragen, diese Steintafel verstärkt Attacken vom Typ Kampf. Okay, wartet mal kurz. Der Beyblade hat ja auch ein Item. Warte mal kurz. Welches Item hat er denn? Welches denn? Das kann man doch irgendwo sehen, oder? Ah, da, die Schafklaue. Was waren das doch mal? Ich weiß jetzt nicht mehr was, aber wir geben ihm, glaube ich, mal die Fausttafel. Ja. So, der Rauch. Bei Pokémon kann dieses Item tragen. Es erhöht die Chance, aus einem Kampf mit einem wilden Pokémon zu fliehen. Ein Item zu tragen, samt der Attacke vom Typ Boden verstärkt. Das geben wir mal dem Knaxel. Schwarzmann braucht er nicht. Ein Item zu tragen, verlängert die Dauer von Lichtschild. Reflektor, nein, das brauchen wir nicht. Ein Item zu tragen, diese Steintafel verstärkt Attacke vom Typ Wasser. Das geben wir mal dann dem Empoleon. Ein Item zu tragen, dieses exotische Duftkraut macht den Träger benommen und langsam. Okay. Dieser besondere glitzernde Stein hilft manchmal Pokémon ihrer Evolution, okay? Ein hellleuchtender Ohr verstärkt Attacken vom Typ Drachen und Stahl, wenn die Alga ihn trägt. Das geben wir ihm dann, glaube ich mal. Die Flinkere braucht er dann nicht. Ein relativ kleiner Pferd, die ein Item zu tragen, das habe ich überhaupt in der bizarren Höhle gekriegt. Ein Item zu tragen verlängert die Dauer von einem Klammergriff. Nein. Schafklaue. Ein Item zu tragen, die Schafklaue erhöht die Volltrefferquote. Nein. Joa. Was hat denn. Warte mal kurz. Wenn jetzt. Kramchef hat ja noch kein Item, oder? Er hat den Supertrank. Alles klar. Weil Kramox ins. Ist ja eh die krasseste. Ich habe übrigens meine Pokémon geheilt. Du könntest ja nochmal hier beim Pokémon Supermarkt gucken. Er ist der falsche mal wieder. Wieso fühle ich immer den falschen Mann? Aber er guckt mich auch irgendwie so komisch an immer. So, Hypertrank.
Wie viel haben wir davon? 50, okay, das müsste reichen. Und dann brauchen wir... Nein. Gibt's Top-Beleber? Nein, natürlich nicht. So, davon kommen wir uns auch nochmal dran. Ein paar. 30 haben wir jetzt. Ingif haben wir 10. Paraheiler. Möchte ich auch 10 haben. Es kann alles passieren in der Pokémon-Liga, also kaufe ich mal wirklich vor. Feuerheiler. Was eigentlich auch wieder sehr unwahrscheinlich ist, aber Leute, es kann alles passieren. Ich hätte Pokémon-Liga noch nie durchgespielt hier im Pokémon-Diamant. Deswegen ist sie komplett blind gleich für mich. Ich bin echt gespannt, was mich erwartet. Und das war's, okay. Ich werde jetzt CS setzen, ne? Und wir sprechen ihn an. Okay. Halt, geh nicht ohne mich! Du bist doch in die Pokémon-Liga, stimmt's? Deswegen bin ich auch hier. Mal sehen, wer uns dann von uns besser ist. Kämpfen wir. Digga, was? Ich wollte gerade in die Pokémon-Liga. Ja, moin! Alles klar. Das schafft Knallse nicht. Oder Erdbeben? Komm, mach mal Drachenpuls raus. Scheiße, Alter! Mit seinem scheiß Crit. Dann war das gleiche. Aber ich hatte jetzt kein Crit. Oh! So ne Pussy, Alter! So ne scheiß Pussy, Mann! Genau. Oh, fehlt mir. Sauber. Sauber, Bruder! Digga, was? Ist es dein Ernst? Deswegen habe ich das gesagt. Es kann alles passieren, Mann. Das ist auch scheiße. Ey, ich hab's einfach predicted, Mann. Ich hab's einfach predicted. Wir werden jetzt eingesetzt. Ich muss kurz gucken. Okay. Okay, komm raus. 53! Digga, was? Ist aber schneller als das Viech. Yes, Mann! Junge, das ist ein iCarry Mio. Oder die hat mir irgendwann mal in die Kommentare geschrieben, dass die anders ausgesprochen wird. Aber scheiß drauf, Alter. Hier ist jetzt einfach iCarry Mio. Wer wird jetzt eingesetzt? Scarab. Was? Okay, ich glaube, ich auch weglegen. Genau. Okay, Staraptor. Das wird er jetzt safe nicht schaffen. Fuck, Bruder. Komm, ich soll dich nicht. Okay, wir müssen jetzt Glück haben. Wir müssen jetzt Glück haben. Und wir haben kein Glück. Es ist jetzt richtig riskant, ich weiß. Yes, Mann. Es versteckt jetzt auch die Steintafel dann auch, glaube ich. So. Galoppa. Killer muss aufs Feld, Junge. Killer! Ich hab's euch gesagt. Relaxo? Was? Oh, jetzt hab ich das Fenster aussehen. So. So. Ah, ich wollte nicht zu Relaxo. Ich wollte zu Beyblade. Aber es könnte jetzt echt knapp werden, weil Relaxo hat einen guten Angriff. Wieso? Ich war vorher schneller. Das ist so Betrug. Das lasse ich nicht gelten, Mann. Also jetzt? Jetzt habt ihr ja gesehen, wir waren schneller. Yes. Boah, was, Alter. Ich bin
für die Pokémon-Liga. Und noch nicht bereit, sonst werde ich ja nicht gegen dich verlieren. Da fliegst du noch eins. Pass nur, du nur auf, sag ich dir. Ich werde stärker und sage, ich bin zur Pokémon-Liga durch. Dann nehme ich der Champ, der härteste der Trainer schlechthin. Bin ich, sieh zu, dass du ungeschlagen bleibst, wo ich dich dann schlage. Ist klar, ne? Alter, aber das war das für ein Kampf, Mann. Ja, nein, da muss ich jetzt gleich hin. Ich muss nur meine Pokémon heilen. Scheiß die Wand an, Alter. Ich kann euch jetzt nicht den Touchscreen zeigen, aber jedes Pokémon wurde einfach auseinandergenommen. Ja, prüf mir mal, ob du für die Pokémon-Liga qualifiziert bist. Also, zeig mal alle Arena an, die du uns in der gewonnen hast. Es sind Kohleorden, Ewigenau, Waldorden, Schleide, Bergorden, Weideburg, Feenorden, Herzhofen, Reliktorden, Pflichtburg, Minenorden, Blitzer, Viernorden und Sonneweg, Lichtorden. Geil. Ausgezeichnet. Trainer, du hast in der Tat die Ohren aller Arena von Sinnoh erhalten. Demonstriere mir die Macht, die dich so weit gebracht hat. Ja, Bruder, das mache ich. Und es geht los. Hier in der Pokémon-Liga von Pokémon Diamond. Was setzt der für Pokémon ein? Sieht mir jetzt eher nach Drache aus. Ich bin der Baron von Jaffira, schön dich kennenzulernen. Ich sollte noch erwähnen, dass ich ein großer Fan von Käfer-Pokémon bin. Super. Alter, du musst auch selbst. Ich soll noch erwähnen, dass ich ein großer Fan von Käfer-Pokémon bin. Sie können böse und hinterhältig sein. Sie sehen aber dabei sehr schön aus. Möchtest du wissen, warum ich hier in diesem Raum Herausforderungen empfange? Nun, ich will einfach perfekt werden. Genauso wie meine Käfer-Pokémon. Also gut, dann wollen wir mal sehen, was du kannst. Okay. Oh, jetzt gibt's auf die Fresse! Okay, Level 53 Pulox. Yes! Okay, es ist Pokémon down. Okay. Das! Wir werden wechseln. Zu Killer. Ja, komm. Komm. Komm noch einmal. Fick dich, Bruder! Ich hab noch 2 AP! Boah, Schnabel! Stärke 80, ne, das passt nicht ins Team. Boah, Schnabel nicht erlernen. Nein. Oder warte. Wir sehen uns gleich, ciao. So, ich habe ihn jetzt besser besiegt. Also, wir haben jetzt noch 12 AP vom Server. Nicht wie gerade. Wir lernen ihn nicht Borschnabel, weil ich hätte eigentlich einen Trick gehabt, dass wir dann Borschnabel gegen Surfer einsetzen und dann Surfer gegen Borschnabel, dass wir dann wieder 15 AP haben. Aber wir haben jetzt wieder genug, deswegen können wir ruhig weiterkämpfen gegen Skarbon. Okay. Und weg ist er. Okay, dann wechseln wir mal wieder zu Icar. In Pi und Raggi. Wenn du gegen den gewinnst, ne, dann gebe ich dir. Ey, Bruder, wenn du jetzt schneller bist, ne, ich kiss dich. Fuck, nein, wir können gegen ihn gewinnen. Scheiße.
Yes! Holy shit! Holy shit, Mann! Digga, was? Wir sind so under level einfach. Aber das ist den Scheiß egal. Ja! Junge! Wir haben hier einfach gekillt! Obwohl wir so schlechte Pokémon hatten. Also nicht schlecht, aber sie hatten so under level. Die ganze Zeit so 5 Level. Meine Fresse. Alles geil, Mann. Ich habe mit den schönsten und gefürchtetsten Pokémon verloren. Wir haben verloren, weil ich nicht gut genug war. Das heißt, zurück ins Trick, Saga. Kriege ich denn keinen Applaus? Nein, wäre auch viel zu viel. Egal. Geh ruhig in den nächsten Raum. 3 Trainer warten noch auf dich. Sie sind alle stärker als ich. Das will ich hoffen. Die sieht irgendwie nach Kampf aus. Wegen dem Boden halt. Und wir setzen jetzt erstmal Hyperattack ein. So. Aber jede Kappe jetzt hier, deswegen setzen wir noch einen Trank ein für iCare. Oder 2. Okay. So. Wen haben wir denn da? Du bist ja ein Idea-Trainer, der aber Mumm zu haben scheint. Aha, ich heiße Theresa. Ich bin vorzogen worden, Pokémon. Scheiße, jetzt hast du leider keine Wasser-Pokémon. Was machst du da? Aber ist euch schon mal aufgefallen, dass das Moveset von Empoleon, das nur aus TMs und Power besteht? Ist so geil. Zeig dieser alten Dame, was du da alles gelernt hast. Jo. Oh, die kenne ich irgendwo her. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Oh shit, was ist denn mit dem los? Okay, weg ist er. Ist auch weg. So, Level 53 für Plipkin. Im Podium meinte ich. Okay. Geowatz. Ja, der ist easy weg, Alter. Komm mal raus. Level 56, also spinnst du oder was? Nee, kennt gar nichts. Wir wechseln jetzt aber mal zu Beyblade. Wir wechseln mal zu Stretch Gamer. Was? Sass! Digga, was? Der wird jetzt safe Top-Genesung einsetzen. Was soll ich denn jetzt so einsetzen? Fuck, Mann! Alter! Scheiße! Wie geht's? Ja! Ja! Yes! Was? Mogelbau? Ja, den fegen wir auch weg. Fick dich, Alter. Wir fegen den weg. Bruder, wir kämpfen weiter, aber wir setzen einfach zu irgendwas rein. Ein. Ein. Supertrank. I care Mew. Hey, komm. Du bist schneller, Mann. Was?
zwei Opfer. Wie immer halt. Und setzen einen Beleber für Beyblade ein. Du setzt halt noch einen Hypertrank ein. Sauber, du hast sie verwirrt, Klasse 2. Ja, schade, sorry. Tut mir leid. So, Beyblade kommt aufs Feld. Mit Kreuzi! Boom, Bitch! Yes, Mann! Boah, wir haben sie! Wir haben sie! Yes! Alter, was geht hier ab in der Pokémon-Liga? Ja, das könnt ihr auch nur herausfinden, wenn ihr jetzt meinen Kanal abonniert und die Glocke aktiviert und den nächsten Mal wieder einschaltet. Also verpasst ihr nicht. Bis dahin, auf rein und...